und er hat verstanden, worum es im Kampfsport geht. Das hat Mohamed Adala nicht. Er zieht jedes Mal eine Show ab vor meinen Kämpfen, außerhalb vom Ring. Heute wieder im VIP-Bereich, hat meine Freundin mit reingezogen. Ich möchte gerne. Du wirst schon Fake-Champion. Ja. Deiner Gang ist so stark. Was für eine Gang? Welche Hallo. Gang? Welche Gang? Versteck dich mal hinter deiner Freundin. Ja? Entschuldigung. Und mittlerweile ist es auch wirklich schon so, und das finde ich traurig, dass ich ein persönliches Problem mit ihm habe. Einfach aus dem Grund, nicht weil er so abstoßend ist als Mensch. Ich habe auch in sehr vielen Situationen sehr emotional reagiert, was eigentlich nicht mein Ding ist. So, und das regt mich selber schon Warum auf. Warum ist das so gewesen? Zieht da seine Show ab und hat einfach keine Ahnung von Respekt. Das finde ich, es geht gar nicht. Und er sollte sich was schämen. In meinen Augen ist es einfach eine Fake-Bitch, eine Fame-Bitch. Wäre das alles nicht passiert, dann weiß er auch selber, dann wäre er jetzt immer noch bei den Stekos und wird immer noch, hätte letzte Woche Zirkus Krone wieder mit dem Filippi und dem anderen Typ da im Ring gestanden. Tschüss, auf die Karte. Tschüss, tschüss. Der Plan ist hier weg. Alles gut, Jungs, alles gut. Red doch unter vier Alles gut. Oha, also klare Worte. Ja, Mohamed Adala ist heute auch hier im Publikum, glaube ich. Da macht er sich auch schon auf den Weg in den Cage. Ich würde mich jetzt mal zumindest ein bisschen dazwischen stellen. Und schon wieder mit Kamera. Das ist YouTuber geworden. Nee, hör mal auf, irgendeinen Scheiß zu labern. Steig endlich in den Rücken und gut ist. Junge, hör auf, die Kamera zu setzen und irgendeine Scheiße zu labern. Du bist doch gerade hinter der Kamera, ja. Oder? Jedes ja, aber du beleidigst du nur hinter der Kamera. Was du beleidigst? Okay, jetzt wollen wir das vielleicht mal an der Stelle ein bisschen Ruhe reinbringen. Hör mal zu, du machst hier gar nichts. Was? Ich mache hier gar nichts. Ja. Du willst hinter sagen, der Kamera, will. Hinter der Kamera, sagen, hast Eier. Und jetzt, wenn du vor mir stehst, gar nichts. Ich stehe doch hier. Was willst du? Was willst du? Entschuldigung. Was willst du? Entschuldigung. Ich mach gar nichts. Was? Was? Nicht hier. Leute, wir müssen Polizei an uns. Der will am liebsten Tischtennis mit mir spielen oder ein Eishockeyspiel machen. Aber ich würde gegen den Taekwondo kämpfen, Kickboxen, K1, MMA. Ich fordere ihn schon seit 2 Jahren heraus. Der ist einfach nach jeder Ausrede am Suchen, um nicht gegen mich zu kämpfen. Es reicht langsam. Du machst dich lächerlich. Fake Champion. Wenn du dein Leben lang Kampfsport machst, dein Leben lang dir den Arsch aufreißt für da, wo du jetzt stehst, und dann wird dir gesagt, deine ganze Karriere ist fake, deine ganze Karriere ist scheiße und deine ganze Karriere ist einfach nur Show. Und du denkst dir so, hey, ich habe mir doch nicht umsonst mein Leben lang den Arsch aufgerissen. So. Und dann glauben die Leute das auch noch, was er sagt. Du bist derjenige, der sich lächerlich macht. Du kannst dich nur normal artikulieren, du rastest hier aus, zieht das am ganzen Körper. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Wichtig ist, dass der Michael Smolik jetzt letztendlich das eingesehen hat und auch das bestätigt hat, was ich ihm oder seinem Management immer vorgeworfen habe und was hier immer mal wieder immer mehr Leute das auch erkennen und auch hinterfragen, dass da wirklich handerlesene Gegner ausgesucht werden und dass das Ganze geplant ist. Ja, von wegen, ich hätte den Schwanz eingezogen. Leute, wir müssen mal raus. Der Einzige, der nicht kämpfen will, bist du. Aber wenn du hinter der Kamera mich beleidigst, sagst, ich soll aufpassen, dass ich keine Schelle kassiere, wenn du vor mir stehst oder wenn du mir über den Weg läufst. Kein Problem. Was für ein Kampfsport. Nicht was für ein Kampfsportler. Du bist doch derjenige, der vor der Kamera nur seine Fresse aufreißen kann. Was? Du reißt doch nur die Fresse was willst du denn? Hinter der Kamera auf. Wie was will ich? Tu mal nicht so auf Gangster. Tu nicht auf Gangster. Ich lass mir von dir nicht drohen. Du hast kommentiert, wenn du mich auf der FIBO triffst, soll ich mich warm anziehen. Ich lass mir von dir nicht drohen. Ich habe keine Angst vor dir. Falls du das meinst. Ja, ich schon. Also gar keine Ahnung. Hallo. Vor meinen Fights kommst du immer mit, ja, nutzt den Hype genau, aus, genau. Weil du selber so klein bist. Deine Persönlichkeit ist so uninteressant. Was hat das mit Persönlichkeit zu tun? Ja, ist so uninteressant, dass du mich brauchst. Vor meinen Kämpfen kommst du immer mit. Versteck dich. Was versteck ich? Was willst du eigentlich? Gerade in der Vorbereitung oder kurz vor dem Kampf, bevor ich den Kampf von mir gekommen. Ja, einmal war es gegen Daniel Sam, da wusste ich nicht mal, dass er zum Presseteam kommen will. Wir wurden dann gewogen im Frühstücksfernsehen in Berlin und er meinte, ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Ich wusste das nicht mal, dass er da überhaupt ist. Dann kam er da, dann kam er dann Kampf vorm Enver nochmal. Und das waren halt immer so Sachen, so was will ich da gerade mit ihm? Ich weiß nicht, du kennst das als Kämpfer selber, man ist fokussiert auf seinen nächsten Kampf. Und Fernsehen und auch Management haben gesagt, was willst du denn mit dem? So, und die haben mich halt auch nicht gegen ihn kämpfen lassen. Ich will einfach nur kämpfen. Diese ganze Heul-Susen-Geschichte interessiert mich nicht. So blöd es auch klingt, sollte er mir auch dankbar dafür sein, dass das alles so gekommen ist. Ich kämpfe erstmal meinen Fight und danach wirst du rasiert. Ihr kennt mich alle, ich bin immer höflich, freundlich,
nahezu kann ich keiner Fliege was zuleide tun, aber im Ring schalte ich alles ab und kurz vor dem Ring auch. Und von daher könnt ihr eine Schlacht erwarten. Ich werde ihm nichts schenken, das kann er gerne wissen. Ich werde ihm alles geben, was ich habe. Ich werde noch nie so hart trainieren, wie ich jetzt trainieren werde. Und ihr werdet einen Mo sehen, der noch nie so gut in Shape gewesen ist. Von daher kann er sich auf jeden Fall warm anziehen. Der Sieg ist auf jeden Fall meiner.